So, einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Freitag, heute ist der 30.09.2022, es ist 9:26 Uhr. Es ist der letzte Tag im September, bevor wir ins vierte Quartal rübergehen, oder? Oktober? Ja. Q4 22 fängt bald an. Ja, was gibt's zu erzählen? Es ist Freitag, die Woche war soweit in Ordnung. Ich huste immer mal wieder, aber ansonsten ist alles mehr oder weniger im grünen Bereich. Ich habe heute nochmal einen Corona-Test gemacht. Wenn man den vergleicht mit dem vom letzten Sonntag. Sonntag sah er so aus. Montag war ich ja dann im Testcenter. Da haben sie gesagt, ja, positiv. Habe ich auch ein PDF für gekriegt mit Stempel, Unterschrift, was weiß ich alles. Und hier, so sieht er heute aus. Immer noch zwei Striche. Von daher bin ich sehr, sehr froh, dass ich dann doch schweren Herzens, aber trotzdem den Urlaub abgesagt habe oder verschoben habe. Sonst wären wir auf, naja, so 250 Euro sitzen geblieben für die Gefahr oder für das Risiko, dass ich dann, so wie es auch heute aussieht, nicht wirklich hätte fliegen können. Ja, für André ist das ein bisschen blöder, weil der konnte seinen Flug nicht wirklich umbuchen, nur mit Zusatzkosten und das hätte gar nichts gebracht. Ich konnte meinen Flug zum Glück in den Januar umbuchen, das habe ich auch gemacht. Und das Hotel haben wir beide umgebucht. Also storniert jetzt im September, Oktober und dann im Januar neu gebucht für 3 Tage oder 2 Nächte. Und es ist, wie es ist, ne? Also mit zwei Strichen in den Flieger zu steigen, wäre einfach mal völlig daneben gewesen. Es geht einfach nicht. Es riecht und schmeckt auch alles noch ein bisschen komisch. Und ab und zu, wie gesagt, husten. Aber ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Ich habe mir jetzt auch Teewasser gekocht, werde mir noch einen Tee machen und um 10 legen wir dann wieder los mit einem Stream. 10 bis 12 und dann glaube ich 12, 16, 14 bis 16. Wobei in der Schedule steht, glaube ich, noch drin, irgendwas von 13 bis 15 oder so. Das passe ich noch an. Ja, ansonsten gibt es nicht viel Neues. Edeka war gestern da, Rewe war am Dienstag da. Meine Mama hat heute mit mir ein bisschen geschrieben und meinte, so, sollen wir am Samstag einkaufen gehen für dich und dir was vor die Tür stellen? Dann meinte ich so, nee, Mama, brauchst du nicht. Ich habe schon Lieferservice organisiert, ist alles da. Ich habe alles. Ich brauche nichts. Ja. Ja, so sieht's aus. Ja, und ansonsten. Das Schwein tippt, glaube ich, WhatsApp-Nachrichten oder so. Spider-Man sitzt da noch und guckt. Ja, ansonsten Ghost of Tsushima, Icky Island beendet. Es sind noch zwei, drei Fragezeichen, aber die werde ich, glaube ich, auf Stream machen, wenn überhaupt. Mal schauen. Das heißt, das Wochenende gehört ganz The Last of Us. Also sowohl Samstag als auch Sonntag werden wir The Last of Us spielen. Vielleicht auch Montag. Montag ist ja Feiertag. Und Dienstag habe ich noch einen Urlaubstag. Den werde ich auch, glaube ich, beibehalten und dann am Mittwoch versuchen, wieder zu arbeiten. Ich hoffe, bis dann ist die Corona-Kacke dann auch weg. Ich muss auf jeden Fall mindestens noch einmal ins Testzentrum, um mir eine Bescheinigung zu holen, dass ich Corona-negativ bin, um dann mit der Positiv- und Negativbescheinigung zum Arzt zu gehen, der mir dann die Ärztin, die mir dann irgendwie bescheinigt, dass ich genesen bin. Und diese Genesungsbescheinigung, die kann ich dann wieder in meine Corona-App schmeißen. Dann steht da nicht nur dreimal geimpft, sondern auch einmal genesen. Super, ne? Ja, so der Plan. Aber wie lange das noch dauert? Ich dachte eigentlich, dass das diese Woche schon weg ist, aber scheint sich ja doch länger und fester im Körper zu verkeilen, dieser Virus, als eine normale Erkältung. Ich weiß es nicht. Gut, das ist es von mir. Ich werde mir mal eine Teesorte raussuchen und den aufgießen. Und wenn ihr mögt, in einer halben Stunde, also Stand jetzt, wo ich es aufnehme, wenn ihr das Video guckt, ist wahrscheinlich eine halbe Stunde dann schon auf einen anderen Zeitpunkt ausgerichtet, ist dann ein bisschen Guild of Dungeoneering angesagt. So sieht's aus. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern, habt hoffentlich bald ein schönes Wochenende. Und ja, man hört sich und sieht sich. Tschüss.